Ja, und dadurch, dass halt im Zwei-Wochen-Takt in Berlin immer weitere Einkaufszentren eröffnet werden. Arsch von der Seite. Ja, was? Soll ich dir Klugscheißerie sagen? Ja. Ich habe neulich eine Reportage gesehen über Kaufhauskonzeptionen. Ach so. Und da hat nämlich so ein Kaufhaus-Spezialist hat gesagt, Kaufhäuser und Einkaufszentren müssen mindestens alle 20 Jahre umgestaltet werden, weil sonst geht da keiner mehr hin. Ja, ist auch so. Ja. Wilma. Wilma. Wilma Shoppen übrigens. Wahnsinnig. Wilma Shoppen. Das ist wie ein schlechter Transname. Wilma Shoppen. Sie wirklich sagen, da hat sich die Agentur, die das betreut hat, wieder mal so richtig was Ausgeflipptes einfallen lassen. So, und hier? Wilma Shoppen, ist das peinlich. Also die Weinhaus, die hat es heute sehr eilig. Ich weiß nicht so genau, warum du so rennst die ganze Zeit. Ja. Was denn? Film mal die Schlange. Das ist ach, die stehen bei Edeka an. Das ist wie das Berghain nur ohne Drogen und in tagsüber in Charlottenburg. Morgen ist halt Heiligabend. Die Leute müssen alle einkaufen gehen. Die Leute wollen Techno. Okay, so. Oh, das sieht so süß aus, Weinhaus. Ja, toll. Ist die Markthalle. Haben Sie das süß gestaltet? Kann man hier auch reingreifen? Ja, kann man auch reingreifen. Soll ich mal? Ja, gerne. Mein Haus rennt doch nicht so. Ist ja schlimm mit dir heute. Warte mal, wir gucken mal, wo Klo ist. Ne, Klo ist eins oben. Ach so. Ach nee, heißt es hoch oder nach da? Jetzt wollten wir aufs Klo gehen, sind extra hingelaufen und jetzt ist das geschlossen. Meine, das ist sehr hochwertig hier. Meine Güte. Oh, Kinder. Hier stinkt. Film mal, Kinder. Wir sind der Mutter mit Kind. Ja. Mutter mit Kind und Wickeltisch. Kannst du mich wickeln? Ja, ich. Da sind Kinder drin. Das ist immer der Film. Scheiße. Das stinkt hier auch schon wieder. Was? Das sind aber wirklich sehr schöne Klos. Sehr schöne Klos. Komm, wir gehen hier besser nach das. Oh. Weinhaus, also du bist heute also saudumm. Du bist wirklich heute saudumm. Du Weinhaus, Baumfasserie ist ja unser Steckenpferd ein bisschen. Genau. Wolltest du denn nicht irgendwie dich ein bisschen weiterbilden? Nee, ich möchte, dass sich die Fans weiterbilden können und die FanInnen. Nächstes Jahr, wenn die ganze Lockdown-Scheiße vorbei ist, dann bieten wir beide einen Kurs in Baumfasserie an für euch. Hab ich noch nicht zugesagt, Weinhaus. Du musst mich vorher schauen. Also, ich biete dann für euch einen Kurs in Baumfasserie an. Das heißt, ihr bekommt dann ein Weinhaus-Zertifikat ausgestellt von mir mit so ein bisschen Spucke drauf, wo ihr dann staatlich anerkannte Baumfasserinnen sein könnt. Das ist halt auch nicht einfach, ne? Danke, Weinhaus. Nimmt sie mir einfach meine Kamera weg, die alte Scheißkuh. Frohe Weihnachten. Kunst kostet Kraft und Haarspray und vielleicht möchtest du mir auf PayPal eine kleine Wertschätzung dalassen. Da würde ich mich sehr freuen. Simultan fassen, fassen in der Gruppe. So, jetzt schnell raus. Raus. Möchte ich ja auch nicht mehr drin. Satt. Oh, Gott. Boah, war das warm da drin. Ach, guck mal, da ist ja ein ganz festlicher Baum. Ja, ein groß auch. Schau doch mal. Danke. Da vorne ist zum Glück eine Änderungsschneiderei. Du wolltest doch wieder eine Fettschürze kürzen lassen. Entschuldige mal bitte. Ich finde, ich habe gerade wieder eine ganz gute Figur, muss ich sagen. Für meine Verhältnisse. So alte Scheißkuh. Also weißt du, ich bin wirklich die schlankeste von allen Schlanken.
Lauf. Eddie. Ich liebe das, wenn du so läufst. Lauf mal nochmal so. Eddie. So, Weihnachts, wir wollen jetzt dann noch zum, wo wollten wir nochmal hin? Zum Altkleidercontainer, ne? Da gibt es eine neue Jacke für mich, damit ich meine rote Winterjacke mal ausrangieren kann. Oh, scheiße, schnell weg. Oh Gott, da sind Besoffene. Wo ist denn der Altkleidercontainer? In Berlin. Ach, in Berlin. Mhm. Du weißt, wir sind jetzt ja hier in der Schillerstraße. Ja. Und hier ist irgendwas Restaurant von wem? Dem Attila Scheißmann. Wirklich? Ja. Ach, hier hat er sein Restaurant? Ja. Wollen wir da mal vor die Tür scheißen? Ja. Auch noch ein Klo. Da ist ein süßes Klo. Wollen wir da mal reingehen? Guck mal. Wir gehen mal rein, oder? Da ist ein süßes Klo. In so einem Container. Möchte da eigentlich gar nicht. Das ist ein dunkles Loch. Aber du hast ein bisschen Kacke hinten drin. Aber ich mach mal Licht an. Warte mal. Oh, scheiße, stinkt es. Oh Gott, oh nee, Storno. Oh, stinkt es. Ach, ich muss kurz gucken, wie raus. Zeig mal. Ich hab ja nichts davor. Ich glaube, also, Mission accomplished, was Jacke kaufen angeht, können wir heute vergessen. Vielleicht gibt es ja doch bei Penny eine Jacke, weiß man ja nicht genau. Wir waren gerne in der Non-Food-Abteilung, ne? Okay, naja, gut, ist ja auch egal. Dann gehen wir jetzt weiter. Und erzähl mal, was da gerade passiert ist. Ich bin so gelaufen, da kam uns so ein Typ entgegen, der hatte sehr stramme Oberschenkel. Ich so, frohe Weihnachten. Und was er gesagt hat, war, fick dich. Da hab ich mir gedacht, ja. Ist mal was Modernes, was Neues. Normalerweise sagen die Leute immer ebenso oder dir auch. Ja, aber wenn es fick dich ist, ja, mal was Süßes. Das finde ich auch sehr süß. Da kommt doch der Geist der Weihnacht, kommt doch gleich wieder, ja, so richtig von hinten rum richtig rein. Jorissica. War sehr festlich mit, ja, dir. Ja, und ich finde, wir haben auf jeden Fall den Geist der Weihnacht gefunden. Findest du? Also spätestens gerade eben auf diesem öffentlichen Klo, in diesem grünen Bunker. Ja. Da habe ich den Geist der Weihnacht zum ersten Mal richtig fühlen und auch riechen können. Genau. Und gesehen. Gesehen haben wir ihn auch, genau. Der war so hinten ans Toilettenbecken so rangeschmiert. Das war süß, ja. So, schön, dass ihr mit dabei wart. Folgt uns bitte auf Instagram. Twitter. YouTube. Grindr, StudiVZ und Fax. Und per Fax kann man uns auch erreichen. Ja. Und dann bleibt gesund, gehabt euch wohl, bleibt wir uns treu. Euch von Herzen. Alles Gute zu Weihnachten. Ja. Und einen besonders sapschigen Rutsch Richtung 2021, ja, auf das alles ein bisschen geiler wird. Und wir sehen uns dann wieder. Merry Christmas, Beise. Bye. Sharing is caring.